Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen PlayStation-Video. Ich habe ja schon ein Video gemacht zum DNS-Server ändern an der Fritzbox bzw. im Router. Jetzt möchte ich euch das halt auch noch auf der PlayStation zeigen. Geht einfach oben auf Einstellungen, dann geht ihr auf Netzwerk. Und wenn ihr euer Netzwerk natürlich schon eingestellt habt, egal ob WLAN, LAN, whatever, ist vollkommen egal. Geht auf Einstellungen, mit dem Internet verbunden, einrichten und dann sucht ihr euch aus, welches ihr haben wollt. Ich bin jetzt hier bei LAN 2. LAN 1 ist, können wir uns das anzeigen vielleicht? Erweiterte Einstellungen. So. MTU habe ich hier geändert. Ich habe schon immer mal ein bisschen DNS automatisch. Ja, das war halt mein erster Versuch, das Problem mit COD hinzukriegen. So, Netzwerk. So. Und hier hatte ich dann halt 8.8.8.8.8 und 8.8.8.4. So, und wir werden jetzt einfach erweiterte Einstellungen machen. Also ihr geht einfach auf euer Netzwerk, mit was ihr gerade verbunden seid. Steht ja auch da verbunden. Es kann auch halt WLAN sein, das ist vollkommen egal. Bei mir ist es halt LAN. Also eigentlich nicht LAN, eigentlich ist nur LAN bis zum Devolo-Hotspot. Also bis zu diesem Kasten von Devolo. Video verlinke ich euch oben in die Videobeschreibung. Und Devolo macht mit einer 5 GHz Verbindung, eine verschlüsselte 5 GHz Verbindung zum zweiten Devolo, der neben der Fritzbox steht, und der geht auch mit LAN-Kabel praktisch in die Fritzbox. Weil WLAN von der Fritzbox manchmal ein bisschen, also kommt halt drauf an, die kleineren Modelle, die haben halt nicht so viel Power, und auch das WLAN von der PlayStation ist halt nicht so optimal, deswegen ist das halt so die beste Möglichkeit runterzuladen, gleichzeitig online spielen. Ist bei mir alles überhaupt kein Problem. So, jedenfalls drücken wir dann einfach X, Optionstaste, erweiterte Einstellungen. Und dann gehen wir hier DNS. Wenn da steht bei euch dann natürlich jetzt automatisch, dann müsst ihr einfach manuell. Und dann gebt ihr hier bei primäre DNS, das löschen wir hier einfach mal weg. Ich habe das, hab jetzt ein Video gemacht, ich schreibe euch das natürlich auch in die Videobeschreibung. So, und da müssen wir, jetzt habe ich das falsche Programm angemacht, wie, als erstes die 4x die 1 nehmen und beim zweiten 1001. Die IPv6 DNS, die ist eigentlich für euch uninteressant, weil die können wir hier nicht einstellen. So, also 1.1.1.1. Fertig. Da dann auch. Ich kann es euch nochmal zeigen, wenn ihr dann sicher sehen wollt. 1.1.1 haben wir. Und das wäre 1.0.0.1. Wieder wegmachen. Zack, 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 zack. 1. Mach Quatsch, nicht Komma. Punkt 0.0.1. Und fertig. Ihr könnt natürlich den MTU-Wert auch, wenn es dann immer noch ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme gibt, könnt ihr da dann auch nochmal einstellen. Ich habe das automatisch. Automatisch sind es so, glaube ich, 1500. Ihr könntet auch, viele haben mit 1.4.7.5, 1.7.4 gute Erfahrungen gemacht. Da müsst ihr dann mal ein bisschen rumexperimentieren. Proxy habe ich natürlich nicht. DHCP-Host habe ich auch nicht. Ja, brauchen wir nicht anpassen. IP-Adresse automatisch, soll er natürlich automatisch beziehen. Wir speichern das jetzt ab. Verbindung mit Internet. Das dauert jetzt kurz. Zack, und da haben wir es denn. Zur Sicherheit kann ich es euch auch nochmal zeigen. Wir können dann hier erweiterte Einstellungen. Und hier haben wir 1.1.1.1, 1.0.0.1. So. Das gehen wir hier mal raus. Und wir öffnen mal COD. Weil das war das einzige Spiel, wo es bei mir Probleme gab.
Aber das bin ich nicht der Einzige, der da immer wieder Probleme hat. Ich habe in der Fritzbox auch explizit Host drin, dass die PlayStation sich jeden erdenklichen Port nehmen kann. IPv4, IPv6 ist vollkommen egal. Hat alles bei COD nicht geholfen. So. Und wir sind in COD drin. So. Battle Pass habe ich natürlich schon fertig. Und ihr seht, ich fliege nicht raus. So. Alles im grünen Bereich. Und so einfach könnt ihr praktisch den DNS an der PlayStation ändern. Ich habe natürlich den an der PlayStation, der ist ja geändert. Aber der in der Fritzbox natürlich auch. Ja, also da könnt ihr euch dann aussuchen, wenn ihr natürlich, das Fritzbox-Video werde ich euch auch mal oben in die Beschreibung verlinken, könnt ihr euch natürlich aussuchen, wenn ihr das an der Fritzbox direkt ändert, wenn ihr halt mehrere Konsolen habt und ihr wollt die DNS ändern, zum Beispiel hier im Wohnzimmer PS5 von mir, im Kinderzimmer die PS4 von der Kleinen, also von der Großen, dann halt noch eine Switch oder eine Xbox vielleicht dran oder so, wo auch der DNS-Server geändert werden soll, dann einfach auf der Fritzbox ändern. Und wenn denn hier einfach auf automatisch lassen, weil hier ist ja nichts eingestellt. Die Konsole sagt ja, ist automatisch. Also automatisch heißt nicht, was an der Konsole eingestellt ist, sondern automatisch das, was in der Fritzbox eingestellt ist. Ja? Also ich könnte jetzt hier auch auf automatisch einstellen. Ja? Können wir hoch. So, wenn ich jetzt hier Netzwerk, so, einstellen. So, und wir sind ja bei 2. Wenn wir jetzt hier erweiterte Einstellungen, müssen wir jetzt mal den MTU-Wert hier wieder rauslöschen. Jetzt hier natürlich einen Wert von 576 bis 1500. Achso, hier oben war automatisch. So. Und hier DNS, seht ihr ja, DNS-Einstellung automatisch. Wir können natürlich ja, das manuell machen. Und dann haben wir hier 9.9.9.9 und das andere das müsste vielleicht von meinem Anbieter sogar sein. Wir können ja hier mal gucken. Google ist es nicht. Ja, könnte von meinem Anbieter vielleicht so ja sein. Die Webseite werde ich euch auch nochmal in die Beschreibung verlinken. Aber wollen wir ja nicht. Wir wollen einfach sagen, automatisch. Wir wollen nichts manuell, einfach alles automatisch. Ganz stinknormale Einstellungen. So, und verbinden wir uns jetzt LAN Port 1. Also hier steht LAN 1, aber sind die ersten Einstellungen. So. Dann sind wir mit LAN 1. Können wir auch nochmal angucken uns. Erweiterte Einstellungen. Ja, DHCP, da, DNS automatisch. MTU automatisch. Dann gehen wir raus. Starten ganz normal COD. So, und in der Konsole gibt es ja keine Einstellungen. Die sind halt die Einstellung, der ruft die natürlich vom Router ab. Also da natürlich auch die 1.1.1.1 und 1.0.0.1. So. Nicht wundern, dass hier das gerade so ein bisschen Standbild ist. Das ist seit dem letzten Update Standard bei COD. Ich hatte auch schon, dass das Logo da ganze Weile stand und 20, 30 Sekunden bevor das dann überhaupt weiterging. Aber nicht nur ich. So. Und ihr seht, ich bin immer noch drinnen. Hier nochmal durchdrücken. Ja, wir können wieder Sachen herstellen.
Blätter, das geht alles wieder. Und alles ohne Probleme. So. Mach mal Platz, Katerchen. So. Also so könnt ihr dann in der PlayStation einstellen, ob ihr einzeln macht oder direkt im Router, das ist halt natürlich euch überlassen. Wobei sich das im Router natürlich anbietet, weil es, ja, weil da habt ihr dann gleich für sämtliche Geräte. Aber es gibt halt, wie gesagt, das ist halt nur der für Gaming. Auf der Webseite, die ich euch auch verlinken werde, ja, haben wir die schnellsten DNS-Server, kostenlos und kostenpflichtig. Da führt natürlich Cloudflare. Und danach kommt Google. Wobei bei Gaming-Server, oh, warte mal, die haben wir hier unten. So. Bei Gaming-Server ist Google erst auf Platz 3. Hier unten sind die Vor- und die Nachteile auch. Ja? Also da könnt ihr dann halt alles mal so überblicken. So. Hier oben sind sie halt nochmal alle, ist die Liste. Und dann kommt ihr auch halt so direkt zu den Webseiten oder so. Und hier für Gaming, Cloudflare, OpenDNS, Google, Quad9, NordVPN, OpenNC, Dave, kenn die meisten kenne ich nicht. Ich kenne Cloudflare und Google kenne ich, logischerweise. Ja, wenn wir dann hier auf Cloudflare gehen, kommen wir halt natürlich gleich zu den Einstellungen. Ja, und Open. Da war noch irgendwas anderes, was ich kannte. Also, das war, glaube ich, ein drittes, aber das ist schon Ewigkeiten her. Aber Google sollte eigentlich auch jeder kennen. 8.8.8.8.8 und 8.8.4.4. Ja, also das hatte ich ja vorher schon mal eingestellt. Das hat aber als Nachteil, dass die Latenzrate kann sich im Vergleich zu anderen lokalen verfügbaren DNS-Servern verbessern. Ja. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das funktioniert natürlich auch mit der PS4, logischerweise. Dann müsst ihr wissen, ob ihr das dann halt, wie gesagt, in der Fritzbox ändert oder. Ich kann es jetzt nur für die Fritzbox zeigen, ich habe nur die Fritzbox. Geht natürlich auch bei anderen Routern, da müsst ihr dann aber in eure Anleitung gucken, wo ihr, oder beim Anbieter fragen, wegen der Anleitung, wo ihr, vielleicht eine PDF-Datei oder was weiß ich, wo ihr die DNS-Einstellung findet und wie ihr die bei eurem Router einstellen könnt. Denn hier sind die Listen dann für euch, da könnt ihr euch dann alles angleichen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn es euch geholfen hat, Däumchen wären Träumchen natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.